Geht's erstmal los. In the Dark City Detective Fumble in the Dark. Mit dem ersten Bonusfall, mit dem ersten Bonus-Episode. Die Geister der entgangenen Weihnacht. Da fangen wir heute mit an. Fallzusammenfassung: Ich verbringe die Feiertage mit Dudi und seiner Familie. Da kann ja nur alles schief gehen. Also, let's go. Geister der entgangenen Weihnacht. Ich hoffe, es ist alles zu hören an der Musik. Ich bin noch zu hören. Let's fetz. Patricia, du wie? Haben wir hier. Jungs, das ist nicht fertig. Endlich. Seitdem mich im Juli ein Truthahn komisch angeguckt hat, kann ich meine Rache kaum erwarten. Auge um Auge, Hahn um Hahn, so steht es geschrieben. Wo steht das geschrieben? Truthahn, eine Rachegeschichte über einen Truthahn mit Superkräften. Sehr zu empfehlen. Wer ruft denn ausgerechnet zur Abendessenzeit an? Finger weg vom Truthahn, bis alle bereit sind. Es ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn ich auch nur einen Kratzer an diesem Truthahn sehe, werfe ich ihn hinaus zu den Waschbären im Pool. Und anstelle eines Filmabends sehen wir ihn beim Essen zu. Sie meint es ernst. Hallo? Oh, es ist für dich, Francis. Hallo? Tut mir leid, dass ich euch zu so einem ungünstigen Zeitpunkt anrufe, aber der Chief hat einen dringenden Fall für dich. Okay, du, die schnapp deine Hose. Von wegen Schützentag des Jahres. Na toll. Das Weihnachtsfest muss unterbrochen werden. Was ist überhaupt passiert, Detective? Es gibt Proteste vor dem Haus des Bürgermeisters. Proteste? Warum schicken sie dann nicht zu McKing? Er knackt doch so gerne Schädel. Der Chief glaubt offenbar nicht, dass Schädelknacken hier funktioniert. Na gut, ein Truthahn bleibt 2 Stunden lang warm. Und die Fahrt dauert 15 Minuten. Also gebe ich diesem Fall maximal 90 Minuten. Wird länger dauern. Was um alles in der Welt? Was wollen wir? Weiterziehen? Wann wollen wir es? Jetzt? Okay. Geisterdemonstranten. Die Geister der vergangenen Weihnacht. Zugenagelte Fenster können euch wahrscheinlich auch nicht abhalten. Wir sind tot, aber nicht unverschämt. Okay, können wir hineingehen? Wir sollten nicht wegfahren, bevor wir wissen, was hier los ist. Ach, schade. Ein männlicher Geist. Was ist hier los? Wir wollen weiterziehen. Wir haben es satt, Geister zu sein. Es ist ewig her, dass wir gestorben sind. Diese Zwischenwelt erstickt an Bürokratie. Der Mann, der hier wohnt, ist daran schuld. Was auch immer er getan hat. Wir wollen, dass er es rückgängig macht und wir weiterziehen können, wohin auch immer. Aha, der Bürgermeister hält Geist gefangen. Wo habt ihr eigentlich die Schilder her? Ich habe nichts, was ich hochhalten könnte. Ich war in einem Auffahrunfall mit 2 Lastwagen verwickelt. Einer hatte Holzpfosten geladen und der andere Pappkartons. Habe meins vom Geist eines Aktivisten geklaut. Er hat damit protestiert, allerdings friedlich. Also habe ich gewonnen. Roderick, es tut mir so leid, was passiert ist. Ach, schon gut. Ich bin gestorben, wie ich gelebt habe. Ich habe Abraham dabei zugesehen, wie er mit gestohlenen Autos rennen fährt. Leider kann er nicht mehr so schnell bremsen wie damals. Oh hey. Hi.
siehst gut aus. Danke, lange nicht gesehen. Ja. Unangenehme Situation, oder? Ein bisschen, ja. Es war wirklich nicht so gemeint, aber ich habe dich wohl buchstäblich geghostet. Wirklich? Oh ja, ich wollte gerade anrufen. Dann ist das hier passiert und bis ich diese Form angenommen habe, ist so viel Zeit vergangen, dass es irgendwie auch schon zu spät war. Ich verstehe, du bist also jetzt ein Geist. Nicht mehr lange, hoffe ich. Man unterschreibt eine Petition, tritt in die Spukschaft ein, spukt in einem Haus herum, aber es ist schwer zu sagen, ob das alles zu irgendwas führt. Ich würde mir ja die Daumen drücken, aber dann gehen sie einfach durch meine Hand. Okay. Na, dann gehen wir mal hinein. Gary? Gale? Oh, ich schätze, das Spiel ist aus. Also, wollen Sie uns erzählen, was hier los ist? Nicht wirklich. Warum sind vor Ihrem Haus Geister? Es könnte sein, dass ich das Jenseits zerstört habe. Was, warum? Ich wollte meine Gale zurück. Sie ist das Wichtigste in meinem Leben, Detective. Und der Kleine ist seit ihrem Unfall in der Sprengstofffabrik so komisch geworden. Im Nachhinein war das ein denkbar schlechter Arbeitsplatz. Wie haben sie es zerstört? Vor Monaten habe ich in der Telefonzentrale gearbeitet. In einer Kneipe habe ich dann gehört, dass man von dort mit der anderen Seite sprechen kann. Kurz gesagt habe ich rübergegangen und habe ein Kärtchen aus ihrer Nummermaschine gestohlen. Es kamen ständig neue Geister an, aber das System darauf gewartet, dass derjenige mit der aktuellen Nummer, also ich, zum Scheitern kommt. Habe ich aber nicht gemacht. In der Zwischenzeit hat sich ein Haufen Geister angesammelt. Irgendwann waren es so viele, dass sie auf unsere Seite durchgebrochen sind. Und ich meine Gale zurück hatte. Und jede Menge andere Geister, die gar nicht zurück wollten. Ah, das auch. Wie sind sie überhaupt dorthin gekommen? Irgend so ein Typ hat mir geholfen, ein mystischer Kerl namens Mr. Wang, stimmt's? Sie kennen ihn? Er hat mir gezeigt, wie man eine Hintertür ins Jenseits erschafft. Vielleicht kann er mir das auch zeigen. Wenn ich die Maschine repariere, kann ich vielleicht dafür sorgen, dass die Geister wieder vorankommen. Auf Wiedersehen. Bitte, Detective, falls Sie die Sache in Ordnung bringen, lassen Sie mich meine Gale behalten. Ich werde es versuchen, Gary, aber ich kann nichts... Verzeihung. Der Genoss hat genossen. Jawohl. Ich kann nichts versprechen. Ein Helm. Lassen Sie euch das einfach mit nach Hause nehmen? Ja. Oh, wir müssen unsere Umgebung krempeln und an jemanden in der nächsten Schicht weitergeben. Meine Stirn ist vom Schweiß vieler anderer Polizisten benetzt. Danke für diese Information. Hey, wir sitzen doch alle im selben Boot. Tun wir das? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich will ja nicht angeben, aber meine Lampen haben Lampenschirme. Bitbox. Eine Bitbox darf in keinem Handwerkerhaushalt fehlen. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine zu haben. Kann ich mir ein kleines Souvenir nehmen? Nur zu. Okay. Ein Heizelement. Den habe ich für den Kleinen besorgt. Er hat ihn nie aufgemacht. Keine lockeren Schrauben, verrostete Klingen oder ölgetränkte Lampen, weit und breit. Ich weiß nicht, was ich mit dem Jungen machen soll.
Puppe ist das Kind. Das ist der Kleine. Jiraiyan. Er ist ein schwieriges Kind. Ständig widerspricht er seinem Vater mit schlagfertigen Gegenargumenten und schlüssigen Argumentationen. Mit Selbstschuld. Ich hätte ihn nie zu diesem Debattierclub gehen lassen sollen. Jetzt ist er ein echtes Artikulationsmonster. Ja. Detective, da ist ein Fuß drin. Schon in Ordnung, das ist meiner. Gary hat da was missverstanden. Ich frage ihn nicht gerne, aber... war der Strumpf schon immer rot? Nein. Wie widerlich. Das habe ich mit Holz, Benzin und einer Lichtlampe gebaut. Wo haben Sie das alles gelernt, Gary? Ich wünschte, ich wäre handwerklich auch so begabt. Ich glaube nicht, dass Patricia das zu schätzen wüsste. Warum kann ich sie ohne magische Brille sehen? Es liegt an dem Ritual, mit dem Gary uns zurückgeholt hat. Mit dem sind wir sichtbar. Ihn habe ich aus Teilen von anderen Bäumen zusammengebastelt. Mein Gary ist ein begnadeter Handwerker. Kisten? Sind das Kisten voller Quittungen unter dem Baum? Wir sind für den Kleinen. Er hat gerade seine rebellische Buchhalterphase. ich erinnere mich. Nächtelang Bilanzbücher schmückern, weggeworfene Kassenbelege aus Mülltonnen sammeln, sich heimlich davonschleichen und Linien zu ziehen. In meinem Tabellenkalkulationsprogramm natürlich. Oh. Wer kennt das nicht als kleines Kind mal eben Buchhalter? Wer wollte als kleines Kind nicht Buchhalter werden? Das man kennt's. Gut, Pier 13 wollten wir. Da war doch der Typ. Zur Roboter-Routine sind eine wunderbare fleischlose Alternative zum Weihnachtsessen. Und als kleines Extra ist ihr Tötungsmodus standardmäßig ausgeschaltet. Glaube ich jedenfalls. Hallo meine lieben Mitmenschen. Ich hoffe, ihr genießt die elende Kälte um diese Jahreszeit, anstatt Winterschlaf zu halten. Wie einen dieser albernen. Kuscheligen Bären. Ich kann mir jedenfalls nichts Schöneres vorstellen, als den halben Tag durchnässt zu sein und den Rest des Tages auf einem von der Therapielampe zu starren und überhaupt noch irgendwas zu fühlen. Wir als Spezies wissen eben, wie man das Leben genießt. Ach, der Bär, der gerne mein Schwerer. Mark. Machst du Tomatenmark? Wie laufen die Geschäfte, seit der Werbespot gesendet wurde? Nicht schlecht, danke nochmal. Es sind winzige Kameras, mit denen ich euer Zuhause ausspähe. Es kann unmöglich legal sein. Wieso? Ich mache es ja nicht heimlich, sondern gebe es offen zu. Was hat ein Holzklotz in einem Technikgeschäft verloren? Das ist ein Zuhl-Holzklotz. Er wird mit Seelen betrieben und kann beinahe ein Wesen beschwören, das Ende der Welt herbeiführt. Als Maulwecker. Mein Handy wird geklingelt. Das scheint mir in einem Technikgeschäft trotzdem viel am Platz zu sein. Was ist das? Ich habe gehört, dass smarte Gläser neueste Trend sind. Ich hätte mich besser informieren sollen, bevor ich auf eines von den Dingern gekauft habe. Und wenn sie jetzt haben, geht aufs Haus. Anders werde ich sie sowieso nicht los. Gerne. Smartes Glas. Okay. Glaubst du, dass der Captain, der das zum Steuern benutzt, lange Beine
und der lange Arme hat. Antwort C, normal Arme und Beine, aber einen langen Oberkörper. Aha. So, hey Wang. Spieleentwickler suchen Arbeit. Bitte rufen Sie an. Im Ernst, rufen Sie an, bitte. Hehe. Da steht, bin über die Feiertage nicht da. Weihnachtskekse. Man muss den Leuten geben, was sie wollen. Dein rassistischer Onkel hat sich zum Essen angekündigt. Niemand hat ein Geschenk für dich. Weihnachtsunglückskekse. Monopoly ist das einzige Brettspiel bei deiner Familie. Oh Gott. Na, das ist doch kann sich zum Besten angekündigt. So, gib nur die drei. Dein Truthahn wird verkohlt. Ach Gott! Na, das ist... Niemand freut sich über deine Geschenke. Oh. Niemand hat ein Geschenk für dich. Dein Weihnachtsbaum wird in Flammen aufgehen. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, wir hatten das schon anders. Ich habe mich immer gefragt, was in dieser Kiste ist. Anscheinend ist es eine Abfallkiste. Was ist da drin? Keine Ahnung. Es ist eine Überraschung. Jedenfalls darin keineswegs irgendwelche Beweise, die ich loswerden müsste. Können Sie es sich leisten, alle zu kaufen, um es zu überprüfen? Sie wissen genau, dass ich das nicht kann. Messingzylinder. Was ist das? Oh, das ist ein großer geht sie nichts an aus Messing. Der ist unverkäuflich. Würden Sie ihn kaufen? Wenn nicht, sehen Sie ihn nicht an. Seine Lichter haben nicht unendlich Lumen zum Ausstrahlen. Furboy. Wer ist dieses süße Tierchen? Das ist meine Katze. Na, dann reden wir mal mit ihm. Was wollen Sie? Haben Sie hier nicht Hausverbot? Weil Sie diesen armen Mädchen das Geschäft ruiniert haben? Was hast du gemacht? Nichts, Wank. Nichts, Wank. Sie haben mich dazu gezwungen. Sehr glaubwürdig. Ein Polizist, der sich von einem einfachen Ladenbesitzer wie mir etwas vorschreiben lässt. Da hat er recht, Detektiv. Wank. Wie haben Sie Gary geholfen, ins Jenseits zu gelangen? Ich muss auch dorthin und in Ordnung bringen, was er angerichtet hat. Es gibt einen Riss, aber ich kann ihn nicht betreten, weil ich lebe. Ich würde gern für eine kurze Zeit nicht leben. Oh, dabei helfe ich ihm gerne. Was wirklich? Ja, eine irische Geisterfamilie ist das Apartment nebenan angezogen und hält mich mit ihrem Gejammer die ganze Nacht wach. Nehmen Sie diese Brennblase dort. Damit können sie ihre Seele aus ihrem Körper destillieren. Und dann können sie Garys Riss verwenden. Und ich kann wieder zurückkommen? Ich nehme es an. Bin ich etwa ihr Horoskop? Sie bestehen aus drei Teilen. Dem Körper, der Seele und dem Klebstoff, der beide zusammenhält. Wenn ein Klebstoff übrig ist und genügend haftet, sind sie auf der sicheren Seite. Übrigens werden sie einen Behälter für den Klebstoff brauchen. Gar nicht beunruhigend. Zum Glück haben wir ein smartes Glas. Aha. Wollt ihr uns nicht irgendwas geben? Warten Sie, nehmen Sie die verdammte Brennblase. Brennblase. Ich habe mich immer vergisst. Brennblase, wo kriegen wir die Brennblase her?
Sehen Sie, Detective, ich weiß, dass wir bei den Erzfeinden sind. Stimmt nicht. Und dass ich der glitschige Aal bin, den Sie einfach nicht zu fassen kriegen. Auch das stimmt nicht. Und jetzt helfe ich Ihnen aus der Patsche. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Katz-und-Maus-Spiel immer wieder zu gewinnen. Wobei ich sowohl Katze als auch Maus bin. Ein unberechenbarer Katze-Maus-Hybrid. Und Sie sind ein Beobachter, der zu verwirrt ist, um mich zu fangen oder von mir gefangen zu werden. Worauf wollen Sie hinaus? Aber ich fühle mich sentimental. Ich will nicht, dass unsere Geschichte so endet. Wir haben keine Geschichte. Also gebe ich Ihnen einen gut gemeinten Rat. Wer auch immer auf Ihren Klebstoff aufpasst, wird jemand sein, auf den Sie sich verlassen können. Ich mach's. Wir hätten eine Menge Spaß. Kaputte Bremsblase. Die müssen wir jetzt nur reparieren. Ich kann eher sie reparieren. Können Sie mir helfen, sie zu reparieren? Ich habe das Reparieren aufgegeben, als ich gestorben bin. Aber Gary kann vielleicht helfen. Was haben wir denn da? Die Bremsblase ist kaputt. Ich muss sie irgendwie reparieren. Du hast meine Bitbox schon durchsucht. Unerlaubnis wurde gemerkt. Mehr kann ich nicht für dich tun. In der Bauarbeiterwundertüte reicht mir. Vielleicht. Ich stecke das einfach hier hinein. Irgendwie wird sich das Ding schon befestigen. Das Gerät ist wieder neu. Falls du irgendwann kein Detektiv mehr sein willst, könntest du immer noch als Handwerker arbeiten. Reparierte Bremsblase. Okay. Dann auf zur Telefonzentrale. Aus irgendeinem Grund hatte ich an Weihnachten fröhlicheren Müll erwartet. Vielleicht ein paar Lichterketten oder so. Achtung, da dieser Ort von einer Regierungsorganisation zerstört wurde, mussten die Arbeiten vorzeitig abgebrochen werden. Die Regierung übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliches Ableben aufgrund eines Besuchs dieses Orts. Wenn ich mir vorstelle, dass hier alles zerstört worden wäre, bevor ich dich angerufen habe, du wärst immer noch in der Darkseid gefangen. Detective, ich habe keinen Schimmer, wovon du redest. Hast du beim Abendessen getrunken? Wer auf in die Ruinen und hier haben einen Riss. Riss, den Juri erwähnt hat. Du siehst also das Tor zur Hölle aus. Nicht zur Hölle, sondern zum Jenseits. Ich wurde irisch-katholisch erzogen, Detective. Das Jenseits besteht aus Himmel und Hölle und niemand ist gut genug, um an irgendeinen dieser Orte zu kommen. Ja. Es scheint immer noch Wasser zu diesem alten Rohr zu fließen. Es ist noch einer der sauberen Abrisse, die von der Stadt durchgeführt werden. Stimmt. So, können wir dann mal... Noch so eine Idee und es gibt keine Geschenke. Ich hätte lieber Kohle in meinem Strumpf. Okay, wir setzen was auf uns selbst ein. Der Riss, den Gary erwähnt hat. So sieht also das Tor zur Hölle aus. Okay, das hatten wir schon. Tja, wir setzen das Ding jetzt ein. Ich sollte die Brennblase vorbereiten, bevor ich versuche, mich damit zu destillieren. Okay. Wie machen wir das jetzt?
Wir bereiten meine Brennblase vor. Wenn ich das hier anschließe, sollte die Brennblase funktionieren. Oha. Dann wollen wir mal. Ich glaube, es hat funktioniert. Essenz Glas. Meine Essenz, der Klebstoff, der meine Seele und meinen Körper zusammenhält. Riecht nach Marmelade. Nimm das runter, Dudi. Soll ich einen Notarzt rufen? Nein, tu das nicht, du. Nein, das sollte ich nicht. Das ist genau das, was passieren sollte. Oder? Wie unheimlich. Ich hoffe, es geht dir gut, Detective. Warum kann er mich nicht hören? Das Ritual hat Geister sichtbar gemacht. Es sei denn, willst du mich veräppeln, Rudi? Oh ja, definitiv. Und jetzt löse diesen Fall. Mein Truthahn bleibt schließlich nicht ewig warm. Okay, ich gehe jetzt da durch. Pass auf meinen Körper auf. Und auf meine Essenz, Rudi. Detective, für wen hältst du mich? Natürlich mache ich alles, was du von mir verlangst. Oh, weia. Auf in die Dark Side. Also gut, das jenseits. Hoffentlich dauert das nicht allzu lang. Ist das Lametta? Ist es ziemlich trostlos. Gebiet verlassen. Ne, wir gucken uns erst mal um. Uhr in Becher. Im Jenseits gibt es Drogentests. Ein Test genug, um zu beweisen, dass ich drüber frei bin. Nee. Reden kann ich auch nicht mehr. Gemälde. Hier sehen wir die Vorfahren der Sensenmänner. Die Rechenmänner. Damals war die Seelenernte weitaus unangenehmer für alle Beteiligten. Okay. Nicht die Schlange strecken, sie ist verärgert. Was soll sie schon machen? Mich beißen? Ich bin sowieso schon tot. Oh, der Herr mit der komischen Frisur ist wohl ein Besserwisser. Was ist an meiner Frisur komisch? Hören Sie. Natürlich kann sie nicht töten, aber es ist trotzdem giftig. Sie werden den Schmerz fühlen. Und zwar ohne irgendwann durch den Tod erlöst zu werden. Glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung. Das würde Ihnen nicht gefallen. Ist sie immer so? Nein, sie ist nur hungrig. Wir sind schon sehr lange hier und ich habe keine Snacks eingepackt, bevor sie mich getötet hat. Die Nummernmaschine. Ein Kärtchen zu ziehen wird mir nicht weiterhelfen. Ich muss irgendwie die Nummernanzeige umschalten. Sieht aus, als hätte er sich beim Löschen eines Feuers selbst ausgelöscht. Hallo, ist da jemand? Ich möchte mit Ihnen über die Nummermaschine reden. Psst, Sie verärgern die Schlange. Warum kommt niemand zum Schalter? Und die Freitage geschlossen. Weil ich keine Leute sehen und hören. Sie machen eine Feier, bevor sie in den Urlaub gehen. Es ist ziemlich wild geworden. Ich kann nur versuchen, diese Schlange zu beruhigen, damit sie hier auf niemanden losgeht. Ich sehe da drin ein türkisfarbenes Portal. Wenn ich das dazugehörige andere Portal finde, kann ich ins Büro gelangen und die Nummernanzeige umschalten. Ah ja, hier können wir nicht lang. Die Nummer raus. Ob das zum Büro führt oder zum Portal, zum Büro führt, es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Okay, wie sollen wir darüber kommen? Da drüben ist ein Zirpen zu hören. Sind das Grillen? Tote Grillen. Was ist da drüben? Oh. Oh mein. Was zur Hölle?
Das Ding gefällt mir gar nicht. Seine vielen Augen sind alle auf mich gerichtet. Ich hätte lieber Kohle in meinem Strumpf. Ich will nicht riskieren, dass noch so ein Ding auftaucht. Okay. Zwecke müde. Es hängt bei der Nummer für das Gärtchen, das das Gewehr gestohlen hat. Tja. Was tun wir jetzt nun? Wir haben hier im Jenseits und Nachseits schon einiges ausprobiert. Mir fällt gerade spontan nichts ein. Hier können wir nicht lang. Hat keinen Zweck zuzugeben, bevor ich das Problem gelöst habe. Braves Hündchen. Reden können wir mit dem Würmchen auch nicht, oder? Das bringt nichts. Tja, was machen wir nun? Das machen wir. Ja, wollen wir jetzt ein bisschen Zirpen einfangen? Leitungsjungs, ich hoffe, ihr habt euer Testament gemacht. Okay, wir haben Geister grillen. Vielleicht du. Jetzt gibt es nicht genug Grün, um dieses Ding zu füttern. Aber vielleicht die Schlange. Hier, kleine Dame. Herz. Danke dafür, ich habe eine Ewigkeit diese Flöte gespielt. Ich dachte schon, mir fallen die Backen ab. Würden Sie sie vielleicht massieren? Gut, hier halten wir sie das, wenn ich es selbst tue. Okay, haben wir eine Flöte. Vielleicht können wir ihn damit beruhigen. Hoffen wir, dass es klappt. Ah, es schläft. Ich schätze, ich kann jetzt daran zu diesem Fenster hochklettern. Es fühlt sich nicht wie ein großer Sieg an. Okay. Hier sind eine Menge große Portale. Aus einem scheinen alle geschlossen zu sein. Im Fall einer bösartigen Seele Glas zerbrechen. Wofür ist das? Es ist zu. Es öffnet sich nicht. Bin ich in der Zeit der Höhlenmenschen? Psst, es kann jeden Augenblick passieren. Nimm Platz. Platz nehmen. Im übertragenen Sinne. Wir hatten keine Zeit, Sitzplätze zu meißeln. Einfach nur entsetzlich, was meinem Kumpel passiert ist. Keine Angst, Jules.
Sobald Lichtkugeln Hautbrand in seine strahlenden Augen und ein feuchtes Erzloch gerichtet hat, werde ich dich als allererstes daran begraben. Bongo ist so ein guter Junge. Er stand mir jahrelang bei meiner Arbeit zur Seite. Noch schöner wäre es gewesen, wenn er mir geholfen hätte. Aber wenigstens war er da. Ein Hinkelstein. Oha. Sensenmann. Ich stecke ganz schön im Schlamassel. Sie müssen ein paar der Werkzeuge sein, mit denen sie die Höhle unten gemacht haben. Super, ganz toll, gut gemacht, wirklich großartig. Jetzt verpasst du das Ende der Feier. Ich wusste, dass ich meinen Flachmann hatte auffüllen sollen, bevor ich mich wieder zurück teleportierte. Na gut, wenn er mich nicht mehr reinlässt, wohne ich jetzt aber eben hier. Lebe von nichts. Einer der Vorteile, wenn man tot ist. Hallo? Och. Oh, noch ein Gastgeist. Für einen Neandertaler bist du aber ziemlich gut geleitet. Wie auch immer, du bist auf dich allein gestellt. Finde selbst ins Jenseits. Nach dieser Geschichte nehme ich meine Seele an die Nagel. Mein Umhang auch, aber nicht die Sanduhr. Die gehört nicht zu der Ausrüstung. Die habe ich selbst mitgebracht. Als Undanken, Andenken an mein tausendste gelernte Ziel. Bist du betrunken? Ich weiß es noch genau. Sein Name war Susan. Und sie war eine viktorianische Frau aus dem Jerusalem des 1927. Weißt du was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt zu irgendwas erinnere. Wie dem auch sei, schön dich kennenzulernen. Ich bin schon letztes Dickensatz. Und dieses ist der Ort, an dem wir sterben würden, wenn wir nicht schon tot wären. Da ist Dickens der Schriftsteller. Schriftsteller Schrägstrich Zylinder Ernte. Zumindest bis heute. Was ist heute passiert? Also, uns gesagt, aber ich war wahrscheinlich ein kleines bisschen betrunken, als ich diese Portalmaschine angerufen habe. Es ist schließlich Weihnachten und wir hatten ein nächstes Weihnachtsfeier. Und was hat sich dieses verdammte Ding in den Hügel geöffnet? Und derjenige, dessen Seele ich hier ernten wollte, will nicht mit mir mitkommen, schweige denn mich reinlassen. Bis er die Sonne sieht. Dieses Portal hast du von der Feier aus erschaffen? Oh ja, von dem Büro aus, wo die Feier war. Ich habe eine kurzfristige Todesnachricht bekommen. Ich hätte genau nach der Vorschrift handeln sollen. Und die Archivarin hatte das Blick. Mit diesem Blick, verstehst du? Ich glaube, sie war scharf auf mich. So habe ich es riskiert. Wenn wir den Geist des Höhlenmenschen zufriedenstellen können, können wir also durch und zurück ins Büro. Ah, du sagst das so, als ob das ein Rätsel wäre, dass man in ein paar einfachen Schritten lösen könnte. Keine aussichtslose Situation. Aber was habe ich schon zu verlieren? Was immer du vorhast, ich bin dabei.
Okay, wir haben Chuck, den Zinsenmann, beredet, unsere Team zu joinen. Gut, ich mach mal eine kurze 5 Minuten Pause, heute nicht zu lang. Ich muss mir was holen. Bis gleich. Wir wollen es heute ein bisschen weit schaffen, also kurz 5 Minuten Pause, bis gleich. Bleibt dran. So, ja, am Hinkelstein sind wir. Das ist, ja, machen wir mal weiter. Primitives Werkzeug, mal schauen, was wir hier mit der Chuck. Mit Hauptfiguren kenne ich mich aus und du bist definitiv eine, also geh voran. Dieser Stein lässt das aufrecht stehen. So einfach aussehen.
Du hast nur Schwierigkeiten damit, weil du betrunken bist. Also bitte, ich habe keine Beine. Aber er doch auch gerade nicht. Die Sonne steht hinter dem Hügel. Humbug, sehr schön. Wo gehen wir hin? Guten Tag, mein Herr. Sind Sie für das große Ereignis hier? Das große Ereignis? Heute war die feierliche Enthüllung Bongo und ich haben diese Höhle für Lichtkugel Wutbrand eröffnet und warten jetzt auf seinen Segen. Leider warte ich in dieser scheußlichen Geisterform, bis er seine warmen Strahlen der Liebe verschickt, werde ich hier warten. Jules-Holzklotz. Das war ein Totem für Lichtkugel-Hautbrand. Ein Symbol meines Hautbrand. Ein Symbol meines Glaubens sozusagen. Natürlich ist das verdammte Ding vom Hügel zertrümmert. Ich kann seinen Anblick nicht mehr ertragen. Vielleicht könnten sie es von hier wegbringen. Ich würde es selber tun. Aber dann würde ich dieser unheimliche Kerl in Schwarz bestimmt in die Höhle schleichen. Bin ich unheimlich, ich bin durch und durch respektabler Mann. Ich möchte nicht schon wieder diese Diskussion führen. Du schwebst betrunken in einem dunklen Umhang und mit einem großen scharfen Ding herum. Erntest Seelen und redest von deinen Fehlern. Ziemlich unheimlich, wenn du mich fragst. Ich entsorge deinen Holzklotz. Danke. In Jules Holzklotz. Es ist das Portal, das zum Büro führt. Ich muss nur hindurchgehen. Tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Sehen Sie diesen gelben Zeitnussen da oben am Himmel? Die Sonne. Sonne? Was für ein bizarrer Name für einen Gott. Wir nennen ihn Lichtkugel-Hautbrand. Ach so. Lichtkugel-Hautbrand, jetzt macht das Sinn. Jedenfalls ist diese Ritualstätte für ihn mein Lebenswerk, verstehst du? Da wäre es doch unangebracht, wenn ich einfach irgendjemanden anderen vor ihm reinlassen würde, nicht wahr? Bis Lichtkugel-Hautbrand also seine glorreichen Strahlen der Schmerzen schickt, um den heiligen Hügel zu beleuchten, ist der Zutritt verboten. Danach kostet der Eintritt wahrscheinlich ein paar Dollar, würde ich sagen. Wenn ich eintreten will, muss ich wohl Jubel zufriedenstellen und dafür sorgen, dass das Sonnenlicht hineinscheint. Sehen wir uns mal die Sonne an. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wer will, sollen wir die Sonne jetzt manipulieren? Dass sie richtig steht. Die Sonne steht hinter dem Hügel. Wodurch es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ihre Strahlen jemals in die Höhle scheinen. Da siehst du das Dilemma. Wir sollten uns einfach hier zur Ruhe setzen. Wir könnten glücklich sein und uns gegenseitig Gesellschaft leisten. So leicht gebe ich nicht auf. Ich schon. Ich brauche nur eine Lichtquelle und eine erhöhte Plattform, um Sonnenlicht zu imitieren. Ganz einfach. Okay, und wo nehmen wir beides her? Ach du Scheiße. Gut, ich habe die restlichen Portale für dich geöffnet. Natürlich gibt es noch mehr davon. Viele Milliarden, eines für jeden Moment in der Zeit. Warum war eines davon schon vorher offen? Es ist die Art, wie wir normalerweise reisen. Wir haben Portale für jeden Moment, in jedem Zeitraffer. Entschuldigung, Zeitalter natürlich.
Ich habe einen Hintereingang genommen, einfach so. Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen. Ich bin der Sensenmann, du die Seele. Also halte dich zurück. Aber dieser Raum muss gespürt haben, dass ich in einer der Zeiten war. Das hat er das Portal geöffnet. Das sind die Smart-Sensen. Sie führen Listen von Seelen, öffnen Portale, zeichnen unsere Kalorienzufuhr auf und schicken uns Benachrichtigungen von der Arbeit. Es ist ein einziger Albtraum, meine rund um die Uhr Benachrichtigungen von den europäischen und chinesischen Sensenmännern bekommt. Roteres, vorgeschichtlicheres, gelberes, grüneres, blaueres, lilares. Okay, ich würde mal sagen, fangen wir mit dem roten Riss an. Ich glaube nicht, dass es dort noch irgendwas für mich gibt, außer einem riesigen Wurm, der jeden Moment aufwachen könnte. Ey, diese sich drehenden Lichter. Ich glaube, ich muss. Bitte nicht. Es ist ein SEE. Eine Seele-Einfang-Einheit. Keiner will, dass irgendwelche wild gewordenen Seelen in den Hallen herumgeistern. Okay, dann mal hier rein. Ist das die Uhrzeit? Wesen, wessen Seelen erntest du hier? Dinosaurier sind auch Menschen. Das ist nicht wahr. Das würde erklären, warum ich hier nie viel zu tun hatte. Wo sind die Flügel dieser Drachen? Das ist kein Drache, sondern ein Brachiosaurus. Ist ja gut, Professor. Und wo sind die Flügel dieses Brachiosaurus? Das ist eine berechtigte Frage. Weil die Dinosaurier damals sehr wahrscheinlich Flügel, zumindest Brachiosaurus weiß ich nicht, aber es waren, sollen wohl alle, sollen wir alle zumindest Federn gehabt haben. Der T-Rex auf jeden Fall, der soll auf jeden Fall große Flügel gehabt haben. Oder kleine Flügel, weiß ich nicht, irgend sowas. Sieht aus, als hätten Jewel und Bongo einen Haufen Arbeit vor sich. Aber irgendwie auch hinter sich. Der Boden hier ist feucht, warm und weich. Somit von Insekten. Ach du Schande. Den Saurierbabys. Sieh nur, wie viel Spaß diese Dino-Babys haben. Steinspielzeug. Nutzen diese Steine als primitives Spielzeug. Nehmen eins mit, du die findet es bestimmt niedlich. Zumindest bis er darüber nachdenkt und mir erzählt, dass Dinosaurier nie existiert haben. Ach, das ist doch die kleine Nessie hier, den man war. Du dieses Freund. Und dieses Kerlchen erinnert mich an jemanden. An Proto-Nige. Eine salzige Urzeitsuppe. Okay. Nige? Okay. Urzeit, vorgeschichtliche Zeit, gelber Riss. Ach du Schande. Und was ist im letzten Riss? Im letzten Riss ist dann die Zukunft. Welche Zeit ist das? Als Amerika zum ersten Mal entdeckt wurde, um das Jahr 1000, kamen Wikinger hier an, versehentlich. Da sind sie nicht. Es ist wahrscheinlich das zweite oder dritte Mal, dass Wikinger angekommen sind. Ein weniger bedeutendes Ereignis. Heute ist eine gute Nacht, um Sternkarten zu zeichnen. Scheien. Ehren wir unsere Vorfahren, indem wir ihren Platz im kosmischen Spinnennetz markieren. Was macht ein Schiff noch dazu, ein Wikinger-Schiff auf dem Hügel? Hallo, meine Mittoten. Hallo, was ist hier passiert? Aha, lustige Geschichte.
Wir haben gerade unser Wikinger-Ding gemacht. Weißt schon, Klöster befallen, Schafe stehlen und so weiter. Und dann kam aus heiterem Himmel dieser gewaltige Sturm. Er hat das Schiff aus dem Wasser gerissen und uns durch die Luft gewirbelt. Dieses Ruder hat meinen lebenswichtigen Organ gestoßen. Als mein Geister ich aufgewacht ist, waren wir hier, wo auch immer das ist. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ich nehme an, du und dieser verkatert aussehende Mann seid hier, um mich nach Valhalla zu bringen. Auf eine Art ja, aber auf eine andere wichtigere Art nein. Hör nicht auf ihn. Weil Valhalkulis ist schon unterwegs und wird sich um dich kümmern. Wir sind nur hier, um deine Ruder sicherzustellen, weil es einen so mächtigen Krieger getötet hat. Hier bitte, dann warte ich einfach hier auf die Valkyrie. Genau, eine Valkyrie, das ist das Wort, nach dem ich gesucht hatte. Okay. Ich habe nur keine Idee, aber irgendwie werden wir mit den Sachen, die wir hier einsammeln, was machen können. Ein Ort. Bist du auch durch ein Portal gekommen? Wunderst du die mächtige Holzgans des Häuptlings? Es ist völlig in Ordnung, eingeschüchtert zu sein. Schließlich hat nicht jeder einen riesigen Wasservogel vorne an seinem Langschiff. Wenn das so einfach wäre, wären wir alle Häuptlinge. Die Götter haben uns in dieses neue Land geschickt, um ihre Lehre zu verbreiten und neue Leben zu beginnen. Uns alle außer Sven. Ihn haben sie zum Sterben hergeschickt. Oh. Wie schlimm ist der Schaden? Es sieht nicht gut aus. Siehst du das hier? Dieses große Loch? Ja, ich sehe es. Nun, das sollte da nicht sein. Es ist der falsche Ort für ein Loch. Als wir diesen Hügel gekracht sind, ist der Rumpf einfach zerbröselt. Du hast Glück, dass er so lange gehalten hat. Das ganze Ding ist voller Termiten. Oh nein, wird die Reparatur teuer? Teuer, Häuptling? Nicht mal das gesamte Gold und Silber der bekannten Welt würde dir weiterhelfen. Das Zeug wäre so schwer, dass das Schiff sinken würde. Nein, du brauchst Holz. Und wir wissen nicht, wo der nächste Wald ist. Wie wär's damit? Oder auch nicht. Wir haben zum Glück Holz. Nicht einmal all die Schilde könnten uns vor dem Sturm beschützen. Ein Haufen weggeworfenes, modriges Holz. Nur so etwas kann ich immer gut gebrauchen. Das Holz bleibt hier, jedenfalls solange Hildewacht Wachdienst hat. Ein Gart. Verdammt. Wenn ich Holz will, muss ich sie wohl irgendwie loswerden. Könntest ihr ein paar Schafe anbieten? Okay, da muss ich noch eine andere Zeit. Kaputte Trommel. Ach, das unschlagbare Weihnachtsgeschenk. Verstehe, eine kaputte Trommel. Sie ist im Sturm kaputt gegangen. Wirklich, schade. Häuptling liebt Trommelkreiser. Vielleicht können wir sie reparieren. Ich werde sie nicht ein zweites Mal aus den Augen lassen. Harr. Lässt mich nicht nehmen. Wenn ich sie haben will, muss ich sie ablenken. Aber will ich wirklich unbedingt eine kaputte Trommel haben? Eine funktionstüchtige Trommel. Die scheint bewacht zu werden. Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation tun soll. Ich werde einfach ohne erkennbaren Grund dieses kaputte Zeug bewachen. Na dann, viel Spaß dabei. Der Mast hat die ganze Sache gut überstanden. Ich muss sagen, da habe ich ganze Arbeit geleistet. Aber wenn er gebrochen wäre, wären wir natürlich nicht in diesen irren Strudel geraten und in diesem komischen neuen Land gelandet. Ist allerdings ein ausgesprochen schöner Mast.
Ach, Olaf. Sehr schön, dass er Olaf heißt. Gut, wir haben ja unser Zeug. Gehen wir. Wir scheinen auf diesen Tierwelten Sternkarten zu zeichnen. Gut, grüneres. Ach du Schande. Diese lustigen Hüte deuten darauf hin, dass wir bei den Puritanern sind. Also gibt es mir ein ausgesprochen behagliches Gefühl für Wurst. Mir ebenfalls. Denn sie trägt lebhafteste Farben der festlichsten Jahreszeit und singt vergnüglichste Lieder. Und können wir sie nicht einfachst ob ihrer Weiblichkeit ablehnen und uns anderweitige Begründungen sparen? Nein, Bruder. Wir müssen unsere Verachtung für ihre Fröhlichkeit mit erhobenstem Zeigefinger und entscheidendster Inbrust zum Ausdruck bringen. Es ist gottlos, am vermuteten Geburtstag des Gottessohnes Freude zu empfinden. Serva, erst recht nicht als Weibsbild. Wir müssen sie mit verwirrendsten moralischen Einlassungen unterdrücken, anstatt vor der Wahrheit zu resignieren. Okay, das haben wir die ganze Zeit gehabt. Was ist da drin? Ein besonderes Wintergebräu. Reisender. Es enthält die Milch einer Kuh, das Ei eines Huhns und den Weinbrand, den ich von einer Feier gestohlen habe. Hier, mein bemitleidenswerter Junge. Nimm dieses Glas, auf das seine Wärme deine verwirrende Seele wärme und die Milch dein Herz umspüle. Hey, das ist Eierflip. Ja, das ist ein besserer Name als der, den ich erfunden habe. Rohe Eierschleim, jetzt mit nur noch 55% Salmonellengefahr. Eierflip. Sehr schön. Frau mit spitzem Hut. Willkommen, Pilger, die ihr weit gereist seid, um hierher zu gelangen. Auch wenn ihr vielleicht gar nicht weit gereist seid. Können mich sehen. Uns? Ich kann vieles sehen. Und ja, das schließt auch euch mit ein. Oh, ich verstehe. Spitze Hut, Katze. Sie sind eine Frau, die mir braut und verkauft. Ja, haha. Es ist hier der einzige Trank weit und breit. Sie spricht mit der Luft. Vermutlich kommuniziert sie mit einem Teufel. Mist. Ja, vergessen, dass sie euch nicht sehen können. Warum hat ihre Katze nur ein Auge? Das andere wurde von meinem spitzen Hut ausgestochen. Das ist schon in Ordnung. Sie wirkt gleich mystischer. Hat ihre Hütte Hühnerbeine? Nein, keine Hühnerbeine. Das sind die weitaus lästigeren Beine einer Gans. Tut! Ja. Ein Termitenhügel. Was macht ein Termitenhügel hier oben? Wie ist er hierher gekommen? Vermutlich durch Termiten. Okay. Dann ab in den blauen Riss. Urzeit, Vorgeschichte, Zeit, 80er Jahrtausendwende, Puritaner Zeit. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oha! Sieht aus wie die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Meine Heimat, zumindest fast. Wir sind praktisch da. Bobbert Crunchet und ein kleinwüchsiger Sam. Aha.
Das sind zu viele Tonhöhen. Mal sehen, wie wir das ändern können. Sehr schön. Klingt schon eher nach den Weihnachtsglocken, die ich kenne. Tut mir leid, mein Sohn. Ich muss eine vierfache Schicht in den Elends, in der Elendsfabrik ableisten. Elendsfabrik. Das Elend baut sich schließlich nicht von selbst zusammen. Schon gut, Vater. Glaubst du, mit dem zusätzlichen Geld können wir uns eine Operation leisten, um die überzähligen Knochen aus meinem Körper zu entfernen? Zusätzliches Geld? Das gab es damals noch nicht. Ich wünschte, ich wäre in einem Videospiel, in dem überall heilige Gegenstände herumliegen. Ich fühle mich so krank. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe ein eimerförmiges Loch in meinem Mantel, das gefüllt werden will. Oh, das stimmt ja tatsächlich. Okay, wir klauen dem kleinen Kind auch noch den beuligen Eimer. Ein Lebkuchenhaus. Oh, Vater. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann ein echtes Haus leisten können. Das hier ist so klebrig und hält die Nässe nicht ab. Zumindest halten uns die Ratten warm. Wir brauchen diese Ratten, mein Sohn. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Rückwand ist eingestürzt. Ich habe sie hinter das Haus geworfen. In der Hoffnung, dass noch mehr Ratten kommen, die mit uns kuscheln. Ich nehme sie mit, und zwar nur, um das Leben dieser Leute besser zu machen. Sicher. Das ist mein Ernst. Hör zu, mein Freund. Wir alle haben uns schon mal Ausreden einfallen lassen, um eine Lebkuchenwand zu stehlen. Aber du bist nicht besser als ich. Du wirst um 3 Uhr nachts nur in Unterhose das Haus dieses Kindes in warme Milch tunken. Ich mache ihr Leben besser, wirst du schluchzen, wenn du Milch auf deine nackte Brust verschüttest. So widerst mich an. Ah ja. Lebkuchenhauserweiterung. Die Ratte wedelt mit einem Messer. Okay. Was immer daran hergestellt wird, erzeugt einen unfassbar dichten schwarzen Rauch. Ich glaube, das ist eine Rauchfabrik. Die waren zu meiner Zeit sehr beliebt. Ja. Dann mal auf in die Zukunft. Oder in die Gegenwart, oder in den Zweiten Weltkrieg, oder was auch immer. Oh, das ist die Telefonzentrale, bevor sie zum Abriss freigegeben wurde. Also die Leiche der Vergangenheit. Ein Hippie-Bus. Ich sollte ihn nach Betäubungsmitteln durchsuchen. Nein, das ist nichts zu finden. Es ist unglaublich. Es ist also wirklich unglaublich. Das kann ja nicht wahr sein. Es war die beste und die schönste Zeit. Ich habe diese schöne Lampe gefunden. Wie ich sagte, die schönste Zeit. Es funktioniert aber nicht. Das ist weniger schön. Eine kaputte Lampe. Damit können wir Licht machen. Immer noch keine Drohung. Sehr schade. Oha. Hippies. Welche Ironie, dass wir diesmal die Eicheln von Merl klauen. Ich kenne diese Leute alle nicht. Zieh mich nicht in diese Sache hinein. Entschuldigung. Hat jemand den Sack-Eicheln gesehen? Den ich als Opferkappe
mitgebracht habe? Nö, ich nicht. Ich habe ein paar Schokorosinen mitgebracht, falls das hilft. Derek, hörst du dir selbst eigentlich zu? Ich fürchte, ich fuhre Pistolen. Womöglich ist das ein Fink des Schicksals. Ja, das ist es. Fühle es in meinen puschigen Schweif. Ab jetzt fährte ich mich nicht mehr den ganzen Sommer schinden und Nüsse für den Winter sammeln. Aha. Ich hoffe, das funktioniert. Das Ritual habe ich in einem Buch in der Bibliothek gefunden. Ich bin einfach nur froh, dass ich den Tag mit Freunden verbringen kann. Ich will endlich herausfinden, ob es Weihnachten wirklich gibt. Sieht genauso aus wie kurz vor dem Abriss. Dieses kleine Ding hat mir damals jede Menge Probleme bereitet. Oder wird mir in Zukunft jede Menge Probleme bereiten. Ich bin mir nicht sicher, was von beiden richtig ist. Beides von dem Zeitreisen. Warum ist diese Maschine mit Kröten gefüllt? Wo soll man sie denn sonst kaufen? Moment mal, kennst du etwa einen Krötenverkäufer? Kannst du uns bekannt machen? Aha. Was für eine schöne Nacht, um Sterne zu beobachten. Moment, ich glaube, ich sehe etwas. Ich nehme an, das ist ein Mondstrahl, um dorthin und wieder zurückzukommen. Nein, so etwas gibt es nicht. Vielleicht noch nicht. Wird das etwa? Wird was? Junger Ureinwohner. Es ist nicht das Schlechteste. Ich würde mir nur wünschen, meine Familie würde ein bisschen mehr rocken oder so. Es wird gerade von jemandem benutzt. Du könntest von ihrem Besitz ergreifen. Kann ich das? Du bist ein Geist. Das Stil eines Poltergeists hast du schon gemeistert. Das ist nur eine weitere Fähigkeit. Dabei kann nichts passieren? Dir nicht. Okay, können wir gerade nicht. Das ist ein sehr merkwürdiger Galgen. Aber ich verstehe den Reiz. Eine Hinrichtung hier kann meilenweit gesehen werden. So etwas machen wir nicht mehr. Wie bitte? Was macht ihr dann mit den Verbrechern? Normalerweise schicken wir sie in die Politik oder in die Geschäftswelt. So war. Wir übertragen ihn die Regierung. Traurig, aber wahr. So. Jetzt haben wir einen Haufen Zeugs. Können wir hier irgendwas davon gebrauchen? Das Licht von einer höheren Position scheinen lassen. Tja. Höhere Position wäre dort oben auf dem Stein zu stellen, aber. Wie denn? Tja. Gut.
ich wieder am Ende meiner Ideen. Geschichte. Hier müssen wir jetzt letztendlich durch, also. Sekunde. Ich erleichter mir das heute mal wieder. Okay, komplett Lösung. Prähistorische Ära. Primitives Werkzeug haben wir hier. Haben wir eingesammelt. Weihnachtsklotz haben wir hier. Jules-Knopf-Kopf. Welche Samen haben wir hier? Okay, eine kaputte Lampe wird mit kaputter Fackel übersetzt, finde ich interessant. Wikingerruder haben wir hier. Lebkuchenhauserweiterung haben wir hier. Alten Eimer haben wir hier. Kupferfarbene Weihnachtsglocken haben wir hier. Aha, und da haben wir schon die erste Lösung, aber das machen wir gleich. Steinspielzeug haben wir hier. Okay. Jetzt müssen wir hier. Oder nicht. Sorry, der Friedhof, da waren wir noch gar nicht. Wie riesig dieses Ding ist. Da würde ein ganzes Waisenhaus reinpassen. Der Boden hier scheint sehr fruchtbar zu sein. Es muss an den Überresten des Dinosauriers liegen. Erdöl. In diesem Ruder hier kann ich ein Loch graben. Da kann man die Eichen reinpflanzen. Das sollte die CO2-Bilanz dieser ganzen Zeitreihe sein, ein bisschen verbessern. Jetzt müssten wir eigentlich in der nächsten Zeitreise da schon einen Baum. Ah, das ist der Baum, den wir jetzt erst gepflanzt wahrscheinlich. Okay, das Spielzeug haben wir mitgenommen. Ah, hier können wir noch was mitnehmen. Wo es auch immer das nötig sein wird. Schöpfe ein wenig erfrischende Brühe. So ganze Zeitreisen sind ziemlich anstrengend. Sumpfwasser.
Ich habe eine salzige Flüssigkeit und Kupfer. Jetzt brauche ich nur noch Zink, damit eine funktionierende Batterie herstellen kann. Und wo finden wir Zink? Wo kriegen wir Zink her? Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was übersehen. Und jemand die Bäume gefällt. Aha. Jetzt können wir das verrottete Holz mitnehmen. Jetzt, da es ungewacht ist, kann ich es mitnehmen. Das kannst du, aber willst du das auch wirklich? Ja, will er. Weil wir die Bäume gepflanzt haben, ist der jetzt darum, dann sind die Bäume jetzt darum, die. Aha. Kaputte Trommel. Schau mal, vielleicht stelle sie einfach hier ab und hoffe, dass sie merken. Cheyenne. Hast du etwa eine kaputte Trommel mitgebracht? Nein, du hast gesagt, ich soll meine Trommel zu Hause lassen und mich auf den Himmel konzentrieren. Warum sollte ich auch eine kaputte Trommel mitbringen? Und trotzdem steht neben dir eine kaputte Trommel, oder nicht? Es ist nicht meine, die hat überall komische Zeichen auf. Meiner sind nur Adler und Wölfe drauf, die Jugend von heute. Wenn das nicht deine ist, dann ist sie vielleicht ein Geschenk. Der bärtigen Männer, die glauben, dass Schiffe an Land fahren können. Sie ist aber kaputt, kein besonders tolles Geschenk. Es ist halt ein unschlagbares Geschenk. Cheyenne, diese Leute wissen nicht, wie Schiffe funktionieren. Erwarte nicht viel zu viel von ihnen. Weise Worte. Komm, wir reparieren sie für sie. Was hältst du von meinen Beats? Auf alle Fälle funktioniert die Trommel wieder. Das klingt nach meiner Trommel. Häuptlingsgalk. Es ist meine Trommel. Du gehst damit voll ab. Kommt meine neuen Freunde. Wir jammern. Wir jammen. Achso, ich hab's eher dazwischen. Was hat sie gesagt, Vater? Ich glaube, sie will mit Hilfe der internationalen Sprache der Musik kommunizieren. Musik ist schon etwas Tolles, oder? Mit ihr können Leute sich unabhängig von ihrer Sprache ausdrücken, miteinander kommunizieren. Wenn du die Musik so sehr liebst, warum nimmst du sie nicht nach Hause und kuschelst mit ihr? Weißt du, vielleicht mache ich das. Geh schnell halt Musik. Fantastisch. Sprachübergreifende Eigenschaft der Musik. Aha. Ich hoffe, du, die passt gut auf mich auf. Ist also die Essenz des Detektivs. Ich bin lieber vorsichtig, damit sie mir nicht runter. Oh nein! Das war nur ein Spaß. Ich würde das niemals fallen lassen. Ach, Judy. Das ist unser kleines Geheimnis, Leiche. Oh Mann. Okay, verrottetes Holz haben wir aufgesammelt. Gefallenes Holz. Tun wir das mal.
Sehneinfangeinheit. Ha, die können wir bestimmt noch gebrauchen. Dann kommen wir mal hier rein. Wo sind alle hin? Ah, sie haben Scheiterhaufen gebaut. Fantastisch. Oberstexenjäger. Beide Zeitgenossen dieser Frau ist der Fröhlichkeit und Heiterkeit sowie weihnachtlicher Stimmung in ihrer Gänze angeklagt. Kann sie nicht zu Hause sitzen und des Frühlings harren, auf das sie verdrießlichst und grummeligst werde? Ihr Eiertrank bringt Wärme, nicht wahr? Wenn sie die Wärme so sehr liebt, wird sie ein kleines Feuerchen sicherlich zu schätzen wissen. Ich könnte euch die Mühe ersparen, indem ich euch sage, dass ich es ganz und gar nicht zu schätzen wüsste. Ja. Happy Hexenverbrennung. Ah, sei gegrüßt, Reisender. Was ist dir passiert? Sie haben gesehen, wie ich mit der Luft geredet habe. Es ist heutzutage keine wünschenswerte Situation. Gepaart mit meinen festlichen Aktivitäten war das einfach zu viel für sie. Das haben sie mit dem Holz des uralten Waldes dort einen Scheiterhaufen errichtet. Sie sahen dabei übrigens sehr fröhlich aus. Bitte füttert meine Katze und mein Haus. Aber nicht eins mit dem anderen. Ach, das freut doch einen, wenn die Taten Folgen haben. Wenn die richtige Folgen der Taten sieht. Nein, ich hatte Glück, dass ich beim ersten Mal vom Salmonellen verschont wurde. Ich will keine weiteren Risiko entgehen. Gut, du bist zu durchlässig. Ich will nicht, dass dieses Zeug in irgendeiner Richtung wieder rauskommt. Der Airflip haben wir eh schon mitgenommen. Tut halt die Klappe, Dom. Ich habe jetzt hier das Sagen. Tut? Ein kleines Kätzchen. Ich bin kein kleines Kätzchen, sondern ein Erzherzog der Hölle. Was? Oh, sieh an, man hat schon Seltsames gesehen. Schade. Diese Hexe, sie ist der einzige Zinklieferant in dieser Gegend. Ist sie das? Das ist sie. Wenn du ihr aus dieser Situation hilfst, wird sie sich bestimmt erkenntlich zeigen. Moment mal, woher weißt du das? Dass ich Zink brauche. Miau. Okay. Gut, wir gehen dann mal weiter. Du hier noch was machen? Wahrscheinlich nicht. Nummer Leuten. Jüngste Geschichte. Aha. Oha. Musik. Ich bin froh, dass ich von einer musikalischen Familie abstamme. Nicht von einem Haufen Himmelsklotzer. Humbug. Ich frage mich, was es da zu sehen gibt. Oh, Krampus. Ich habe das letzte Kind versohlt. Und ich, wenn ihr mich hier runterholt. Kieskram der vergangenen Weihnacht. Augenschaft freigeschaltet. Juhu. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Können wir hier irgendwas? Okay, hier kann man nichts mehr erreichen und wir müssen wir nächste befreien.
Vielleicht zieht das Holz hier und die Termiten bauen hoffentlich eine Plattform, mit der ich das Sonnenlicht der Zukunft austricksen kann. Okay. Du, die friert bestimmt ohne Jacke. Okay, eine weitere Rückblende. Noch ein Stück Zucker, Detective. Oh, du, die lieber nicht. Ich werde langsam ganz pummelig. Ich wünschte, ich wäre so gut gebaut wie du. Detective, es ist ganz einfach Mathematik. Du ziehst die aufgenommenen Kalorien und dann multiplizierst du sie mit der Quadratwurzel von irgendwas anderem und subtrahierst das, was du im Fitnessstudio verbrennst. Kleiner Tipp, ich lasse Emily für mich das Zeug im Fitnessstudio verbrennen, das ist effizienter. Wie auch immer, dann rechnest du noch ein bisschen und schon bist du schon so durchtrainiert wie ich. Ein Kinderspiel. Okay, die Uhrzeit und die Jahrtausend können wir jetzt nicht mehr rein. Okay, sind wir fertig. Sehr schön. Der Termitenhügel ist hoch genug, um davon ein Licht ausscheinen zu lassen. Erst muss ich für Strom sorgen. Verdammt, wo kriegen wir den Strom her? Zink von der Hexe. Können wir irgendwas hier nicht. Dann vielleicht irgendwas kombinieren. Was machen wir jetzt hier? Ja. Auf YouTube nach Komplettlösung suchen. Ich bin beeindruckt, dass jemand die ganze Episode in 14 Minuten durchgespielt. Okay, Trommel mal repariert. Ich verstehe zwar nicht, was das soll, aber es geht. Wir sagen, wir werfen das einfach ins Feuer und sehen, was passiert. Wir machen mich nicht zum Komplizen, besondere Dinge ins Feuer wirfst. Sei denn, es funktioniert, dann war es meine Idee.
Julius Holzklotz, der seinen Glauben symbolisiert. Aber wir müssen noch weitere Elemente der Jahreszeit bringen. Okay, was wird noch geopfert? Eierflip. Eierflip. Flip symboliert schlechte Entscheidungen. Sozusagen, wenn man sich zum Trinken versammelt, führt das schließlich oft zu schlechten Entscheidungen. Ich, der Darkseid Detective, möchte hiermit klarstellen, dass man sich durchaus auch zum Trinken von Kaffee, heißer Schokolade, Tee, Wasser, Limonade und sonstigen alkoholfreien Getränken versammeln kann. Prost. Ich glaube, wir müssen noch weitere Elemente der Jahreszeit mit uns bringen. Spielzeug. Das primitive Spielzeug symbolisiert Freundschaft, Familie und gemeinsames Spielen. Ich glaube, wir müssen noch weitere Elemente dazufügen. Okay, einfach alles ins Feuer hinzufügen, was. Wenn nicht, ist die Glocken vielleicht. Humbug. Lebkuchen. Dieses Stück Lebkuchen symbolisiert zwei Dinge: Essen, eine unverzichtbare Sache bei gemeinsamen Feiern. Außerdem steht es dafür, dass Lebkuchen ein schlechtes Baumaterial ist. Ich glaube, wir müssen noch zwei weitere Elemente. Ne, da steht in zwei. Was fehlt noch? Das Weihnachtslied. Musik, eine universelle Sprache, die uns zusammenführt, damit wir ausdrücken und feiern können. Was uns verbindet und unterscheidet. Da passiert etwas. Ach, der Geist der Weihnacht. Christmas Spirit. Es hat funktioniert. Nicht schon wieder. Hört mal, es ist Weihnachten, ich arbeite an Weihnachten nicht. Das erklärt einiges. Festliche Seele. Also gut, Chuck. Maureen, ihr kennt euch. Das dachte ich zumindest. Maureen, bitte nicht jetzt. Das war eine üble Verunglimpfung. Ich habe dir meine Seele ausgeschüttet und du hast daraus ein Buch gemacht. Es gilt als Meisterwerk. Es war mein Leben. Das ist mir jetzt unangenehm. Darf ich dich bitten, uns zu begleiten? Wozu? Ich würde euch dasselbe erzählen wie dem Richter. Ich weiß nicht, wie diese Waffen und die Leichen in meinen Kofferraum gekommen sind. Habt ihr überhaupt einen Haftbefehl? Ich glaube, sie wird nicht freiwillig mitkommen. Zum Glück haben wir hier was. Du musst mit uns mitkommen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Nein, ich habe doch schon gesagt, dass ich heute nicht arbeite. Tut mir leid, aber es muss sein. Woher hast du diese SEE? Hast du einen Kurs zum Umgang mit Seelen besucht? Hilfe. Festliche Seele. Ah ja. Was machen wir jetzt mit einer festlichen Seele? Wofür? Was brauchen wir die? Vielleicht. Ich wünschte, das würde alles schneller gehen, wie Duni sich wohl die Zeit vertreibt. Okay, kleine Zwischensequenz bei Duni. Siehst du, ich bin nicht allein. Ich muss gar keine Angst haben. Oh Gott. Okay, hier vielleicht können wir die Hexe befreien. Mit der Seele. Ich glaube, diese Leute könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen, um ihre Festtagsstimmung zu bekommen. Was geht ab, Hexen? Ich bin gekommen, um euch in Festtagsstimmung zu ertränken. Bevor wir das Feuer entzünden, möchte ich sagen, dass ich den Geruch ihres Eiertranks mag. Ja, und ihr Gesang war außerordentlichst unterhaltsam. Ehrlich gesagt wurde eine ansonsten düstere Jahreszeit deutlich leichter zu ertragen. Ja, womöglich waren wir zu voreiligst mit unserer Verurteilung dieser Dame.
Lasst sie uns losbinden und uns einen ordentlichsten Schluck ihres Eiertranks gönnen. Ja, lasst uns tanzen und singen und über Politik streiten. So muss das. Danke, Reisender. Wie kann ich mich für deine Hilfe bedanken? Weißt du, wo ich Zink finde? Nein, tut mir leid. Oh. Aber triff mich später wieder. Ich werde haben, was du brauchst. Oh. Okay, doch nicht. Wir haben noch Kupfer. Ich hoffe, er... Weißt du was? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Und wo kriegen wir jetzt das Zink wieder? Ah, da ist die Hexe. Oh, das sieht schon freundlicher aus. Willkommen, ich habe dich erwartet. Wie kann es sein, dass du noch lebst? Es ist leichter, als du vielleicht denkst. Das Geheimnis ist, nicht zu sterben. Ich habe dein Zink. Falls sich irgendjemand wundert, warum ich so etwas habe, Zink ist ein Enzymfaktor, der bei der Herstellung von Alkohol und bei extrazellulären Aktivitäten eine Rolle spielt. Was auch immer. Sehr interessant. Hast du das auf Wikipedia gelesen? Ich wusste nicht, dass das was das sein soll. Computer gibt es erst in 100 Jahren. Oh, danke jedenfalls. Wer weiß, was Computer sind. Ich habe alles, was ich brauche. Doch einfach die beiden Metalle in Salzwasser. Verbinden sie mit den Kabeln, die ich zufällig schon bei mir hatte, damit das Rätsel sich nicht unnötig in die Länge zieht. Und schon haben wir eine improvisierte Batterie. Fantastisch. Damit jetzt zurück in die vorgeschichtliche Zeit. Ein bisschen unhandlich, aber zumindest haben wir jetzt Licht. Bleib weg vom Licht. Haha, das war nur ein wenig Todeshumor. Bitte bleib nicht weg vom Licht. Ich will dich nicht jagen müssen. Superlampe. Ich muss einfach darauf klettern und für den richtigen Winkel sorgen. Das sollte passen. Es ist soweit, Jule. Oh, hoffentlich kannst du es von dort sehen. Wo auch immer wir Höhlenmenschen unsere Toten vermuten. Sieh es, Bongo. Ich sehe es. Es treibt mir die Geistertränen in meinen Geisteraugen. Komm, unheimlicher Mann. Du kannst mich jetzt ins Jenseits bringen. Dieses Leben hat mir alles gegeben, was ich wollte. Na dann rein hier. Jetzt können wir eintreten. Endlich. Ich werde langsam schon wieder nüchtern. Wir haben es ins Büro geschafft. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Oppenheimer war vorhin mit seinen nuklearen Dekurs hier. Ganz ehrlich, die hätten mich umgebracht, wenn ich nicht schon tot wäre. Auf dem Kalender steht nur ein Datum. Jetzt. Ist das der Geist von einem Baum? Hey, für den habe ich mehrere Minuten gebraucht. Er ist leer. Wir brauchen hier kein Wasser. Aber er bringt die ganze Eintönigkeit eines Büros zum Ausdruck. Wo sind wir hier? Das ist ein Büro, zumindest ein Arztbüro. Aha, und Lichtkugel, Hautbrand, wo wohnt hier? Verstehe. Wir trennen sich unsere Wege, mein Lieber. Ich schätze, du wirst bald die Welt der Lebenden zurückkehren. Das ist der Plan, danke für deine Hilfe. Ich darf es dir nicht verraten, Berufsgeheimnis. Was verraten? Lange du noch zu leben hast. Ich dachte, du würdest danach fragen, das machen Sterbliche eigentlich immer. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, ich will es sowieso nicht wissen. Gut so.
Wer ist denn dieser leuchtende Kamerad? Sehr erfreut, mein Herr. Hier landen die bösen Seelen. Wirklich? Xizuk. Das scheint die Getränkerechnung für eure Weihnachtsfeier zu sein. Kein Wunder, dass du betrunken bist. Warteschlange wird immer länger. Wenn es eine offizielle Mitteilung gäbe, würden Leute vielleicht eine Weile lang aufhören zu sterben. Ich muss nur das System auf die nächste Nummer umschalten, damit es wieder vorangeht. Ohnmächtige Person. Er schläft. Nicht etwa sein Rausch von der Feier aus. Er ist schon lange vorher von der ganzen Verwaltungsarbeit ohnmächtig geworden. Er hat während der ganzen Krawalls weitergeschlafen. Mit genügend Papierkram kann man buchstäblich bis ans Ende der Zeit durchschlafen. Aha. Dann wollen wir das mal aufmachen. Sehen, ob wir die Nummer umschalten können. Sieht aus, als würde die Nummer aus drei Teilen bestehen. Ich muss die richtige Kombination finden, damit auf der Anzeige die Nummer 324 steht. Oh, Kacke. Das ist eine 8. Passiert hier irgendwas? Hilfe. Ich glaube, ich beschleunige das Ganze mal. Das ist schon das Finale der Rätsel, wenn ich das richtig sehe. Dann schaffen wir es heute doch noch durch. Hätte ich nicht gedacht. Die 324 müssen wir da stehen haben. Wie soll ich das hinkriegen? Mhm. Der Yes. Schaut es euch an. Jung. Ist so immer ewig gebraucht. Bis der mal drauf gekommen wäre. Mhm.
Wirst du kennen. Nette Worte. Aha. Gut, jetzt haben wir. Wie kriegen wir jetzt die Zahl hin? Ich weiß einfach nach, da gibt es ein Achievement für, okay. Achievement Jäger. So muss aussehen. Sekunde. Okay, so ist der Code. Okay. Ah, 24. Anzeige ist umgeschaltet. Hurra. Haben wir es geschafft. Die nächste Nummer wird angezeigt. Jetzt kann der nächste Geist in der Warteschlange zum Schalter kommen. Nach den Feiertagen meinst du wohl? Nach den... Oh. Sieht aus, als wäre für den alten Chuck noch einmal alles einigermaßen gut gegangen. Es sei denn, du erzählst noch doch jemanden von meinem kleinen Missgeschick, oder? Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, die zusätzlichen hungrigen Mörder. Sie können nirgendwo sonst hingehen. Als du all diese Gäste mitgebracht hast, war ich mir nicht sicher, ob wir genügend Essen für alle da haben. Zum Glück wurde dieses Haus auf einem alten Schlachthof gebaut, also gibt es hier genügend Truthahngeister. Oha. Detective, ich kann dir gar nicht genug danken. Ist nicht ganz das, was du wolltest, aber es ist immerhin etwas. Ich kann nicht ewig leben, Detective. Über die Feiertage zurückzukommen und Gary und Joe Wayne zu treffen, ist für mich das Allerschönste. Ich verbringe lieber so viel Zeit wie möglich mit ihnen, bevor das Büro öffnet und meine Nummer dran ist. Frohes Fest. Eine Sache verstehe ich nicht. Warum hast du nicht einfach das fehlende Nummerkärtchen von Gary genommen und es jemandem gegeben, der nach Hause will? Du weißt schon, anstatt diese ganzen Mühen auf dich zu nehmen, um meine Maschine zu reparieren, die gar nicht kaputt war. Leute, wollt ihr nicht antworten? Alle schon brav aufessen. Fall geschlossen. Die Tür zum Tod ist angelehnt. Fantastisch. War eine kürzere Episode. Ich habe es besser durchgeschafft mit der kompletten Lösung. Aber an einem bestimmten Punkt. Dann sind wir durch. Am Montag geht's weiter mit einer Flug ins Kuckucksnest. Der achten Episode, dem achten Fall. Episode 8. Bonus-Episode 2. Für das soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Abend. Haut rein. Ciao.